Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen EA Sports FC 24 Hannover 96 Modus. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht allen gut. Und natürlich hoffe ich auch, ihr habt gestern den Tag gut überstanden. Ich meine, der Kater danach, ne? Bei mir ist es jetzt aktuell 2.26 Uhr und ich nehme die Folge auf, die ihr jetzt gerade seht. Also vor ein paar Stunden habe ich sie aufgenommen. Liegt daran, ich bin vorher einfach nicht mehr zum Aufnehmen gekommen und habe den Tag am 1. überwiegend irgendwo rumgegammelt, wenn meine Kinder es zugelassen haben. Ansonsten, ja, war ich matschig, ich war platt. Ich habe nicht getrunken an Silvester, ein paar Bierchen schon, aber ich trinke in der Regel nicht viel oder gar nicht. Ich habe, wie gesagt, ein paar Corona getrunken. Ein paar meine ich vielleicht 3, 4. Das reicht mir, das war okay. Aber die Väter allgemein gingen bis 7 oder so. Ich glaube, ich war um 7:30 oder so im Bett. 7, 7:30 oder so war ich im Bett morgens. Deshalb war der Tag schon krass hart dann danach. Aber okay, ich habe dann bis, weiß ich nicht, bin die Darts-WM läuft. Ich bin beim Darts-Gucken dann eingepennt. Und ja, hab dann, weiß nicht, eine Stunde, ein, zwei Stunden nachgeholt, während ich meine Tochter hingelegt habe und ja, bin dann halt wach geworden und ich muss jetzt noch aufnehmen, was ich mit voller Freude tue. Gut, was gibt's noch? Ja, ich habe die Kamera etwas größer gestellt, das war in den Kommentaren gewünscht, das habe ich getan, ich hoffe, so ist jetzt angenehm und es reicht. Der Erschreckungsfaktor ist, hoffe ich, nicht so groß. ja. Und das Spiel selber hier, was es angeht, wir sind eigentlich gut gestartet. Gegen Leipzig haben wir jetzt verloren. Ich habe aber allerdings mich so in den letzten Tagen dann nochmal mit ein bisschen anderen Spielstil beschäftigt. Habe ihn aber noch nicht umgestellt. Ich habe ihn im Vorfeld probiert. Habe ihn aber nicht umgestellt oder noch nicht umgestellt. Denn ich denke, aktuell läuft es nicht so schlecht. Deshalb lassen wir das erstmal, wenn wir dann natürlich in der Krise sind. Und wir sehen es ja auch hier in den Nachrichten. Da die Spieler heulen ja auch wegen irgendwas rum. Unruhe bei Hannover steht hier irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo. Eilmeldung. Wo war das? Ach da, hier. Warum gibt es Unruhen bei Hannover? Da spielt ja auch so Spielphilosophie. Ich weiß nicht, ob es wieder nur so ein Spielscheiß da ist, was da so, ne, allgemein gesagt werden muss. Aber auf jeden Fall steht es da. Ich habe mir eine Alternative ausgedacht und ein bisschen auch im Internet so recherchiert. So was könnte man, wie und warum und ne. Was ist beliebt und mir ein paar Tipps auch von den E-Sportlern so erlesen und ach, keine Ahnung. Eigentlich bin ich nicht der Fan davon, ich spiele eigentlich immer so mein eigenes Spiel, aber ein paar wichtige oder schöne Dinge habe ich mir rausgeholt, die ich aktuell noch nicht angewendet habe und vielleicht aber noch kommen, denn aktuell, wie gesagt, spielen wir nicht so schlecht. Zieler möchte irgendwas. Ungarn möchte auch irgendwas. So, hallo Boss. Ich würde gerne kurz im Namen der Mannschaft mit Ihnen sprechen. Die Jungs machen sich Sorgen, dass dem Club aktuell irgendwie die hohen Ansprüche fehlen. Wir haben den Eindruck, dass hier niemand Sehnsucht nach Titeln hat. Bitte sagen Sie uns, wie Sie diese Situation verbessern wollen. Danke für die Mitteilung. Ich habe alles unter Kontrolle. Was geht dich das denn an? Danke für die Mitteilung, hä? Ich habe alles unter Kontrolle. Wir steigen auf und die machen sich Sorgen nach Titeln? Stimmt nicht mit denen. Können froh sein, dass wir überhaupt die zweite Liga gewonnen haben. Ich habe alles unter Kontrolle. Danke für die Mitteilung. Ich denke, wir machen das. Es freut mich, dass meine Mannschaft so ehrlich ist. Wenn sich meine Jungs Sorgen machen, dann möchte ich das natürlich auch gerne wissen. Glaubt mir, ich arbeite hinter den Kulissen hart, damit ihr hier alles besser wird. Und langfristig wird hier sicher auch alles besser. Eine gute Antwort. Achso, Ungarn möchte noch was von uns. Da sind sie. Liebes Ungarn, vielen, vielen Dank für euer Angebot, aber nein, danke. Für mich kommt nur eine Nationalität in Frage, für die ich spielen würde oder Trainer sein würde. So, Spieltag, wir spielen gegen Hoffenheim. Hoffenheim ist 15. mit 3 Punkten, wir sind 4. mit 9 Punkten. Aber sind nur 1 Punkt hinter dem 1. Hinter dem 3. und 2. Und 3 Punkte hinter dem 1. Das geht alles noch. Das ist alles noch sehr, sehr im Rahmen. Besser als erwartet, könnte man meinen. Taktikvorlage wollen wir gar nicht. Wir haben auf jeden Fall auch viele, viele
Dinge im Vorfeld getan, ne, mit meiner und dies und das. Ich weiß gar nicht, was ich da mache. Ich klicke irgendwas. Hier wollte ich hin. Mit meiner haben wir natürlich nochmal ordentlich verstärkt. Und Duren will auch. Der hat ja auch schon das ein oder andere entscheidende Tor geschossen. Genau genommen war es eins. Aber okay. Wir werden sehen, was wir da noch machen müssen. Wie sich das weiterentwickelt, behalten wir im Auge. Sollten wir jetzt das Spiel auch wieder verlieren, dann werden wir definitiv mal versuchen, die Spielphilosophie umzustellen. Sie ist etwas defensiver dann, der Spielstil, als Tiki-Taka, den wir jetzt gerade haben. Aber okay, ich glaube, das ist passender für Hannover. Wir spielen gegen den alten Arbeitgeber von Bayer. Sie spielen in einem 5-3-2 auf Halten. Mit Philipp, Schalai, Vogt, König, Semedo, John, Geiger, Becker, Gustavo, Saar, Afena, Gia, Larsson, Almeida, Baumann, Berisha, Wagner, Coronade, Bebu, Kadera, Beck und Özcan Kabak ist verletzt, aber sitzt trotzdem auf der Bank, oder wie sehe ich das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ach nee, wird nur angezeigt, dass er verletzt ist. Ah, okay, der sitzt nicht auf der Bank verletzt, sondern es wird einfach nur angezeigt, dass er aktuell bei denen verletzt ist. Wäre auch Schwachsinn, wenn der auf der Bank sitzen würde, aber okay. Sie spielen im Flügelspiel, das haben wir schon gelesen. Wir machen wieder unsere Trainingseinheit. Bestätigen. Wie gesagt, mit meiner da die Spielzüge, mit dem Tempo nach vorne und sowas, mit dem neuen Spielstil dann, könnte das schon was werden, weil wir da mehr auf Läufe nach vorne setzen werden und Abwehr hinterlaufen. Aber ob das auch Tatsache so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, im Vorfeld zwei, dreimal probiert. Allerdings nur im Anstoßmodus, nicht hier in der Karriere. Ach du Scheiße, nicht in der Karriere. Da lief es ganz gut. Ich habe dann auch gegen England gespielt, einfach nur Anstoß, weil ich habe Deutschland als Lieblingsteam. Dann ist der Rivale immer direkt England. Auf jeden Fall habe ich einen Anstoß gegen England gemacht. Ich habe das Spiel zwar nicht gewonnen, aber es waren viele gute Situationen bei allgemein. Das Gefühl von, das Ansehen vom Kompaktsein sah viel, viel besser aus. Aber naja, das hat ja noch nichts zu heißen. Wir spielen in der Heinz-von-Heiden-Arena am 28. September 2024 um 18.30 Uhr. Schiedsrichter ist Baran Kakaogül. Ultimativ 5 Minuten und es regnet. Unsere Aufstellung kennen wir. Ich würde sagen, wir gehen rein. Völlig klar, dass sich dieses Spiel völlig vor klar allem um ihn dreht. Denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er und jetzt spielt er auch noch gegen seinen alten Arbeitgeber. EA Sports. Herzlich willkommen in der Heinz von Heiden Arena. Willkommen zu diesem heutigen Spiel im Regen, liebe Zuschauer. Ihre Kommentatoren heißen Wolfuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Oh, doch nicht den Mensch. Gegen TSG Hoffenheim. Also ich denke auch, das wird klasse. Ein absolutes Heim. Das ist die Aufstellung, mit der Hannover in dieses Spiel geht. Warum denn wieder so ein schlechter Pass? Hier haben wir die Aufstellung der TSG 1899 Hoffenheim. Gut, Neumann. Kunze. Boah. Harvard Nielsen. Niklas Dorsch. Keine Ahnung wohin. Wir haben ja so einige Schlagzeilen gelesen in den vergangenen Tagen. Der trifft heute auf seine Ex-Club. Ist das Konflikt? Möglicherweise. Siehst du das Menschen? Ist da ein Problem? Nein, glaube ich nicht. Das musst du als Profi ausblenden, ausschalten. Klar, es gibt auch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Es sind Profis. Das ist der moderne Fußball. Heute spielst du hier, morgen spielst du da. Das ist nichts außer. Gut geholt, Mr. Neumann. Boah, doch nicht den, Mensch. Aber Nils. Ey, wieder nicht der. Stimmt dir schon wieder nicht.
96 will heute beweisen, dass man besser spielen kann als bei der Auswärtsniederlage, als es gegen RB Leipzig ging. Da war mehr drin bei dieser 2:3-Niederlage, aber das ist natürlich drin in der Kürze. Könnte auch heute schwer. Hätte ich fast gedacht, das war ein Foul. Vielleicht die Führung jetzt. Boah, Zieler, du Monster. Das aus kürzester Distanz. Na, den muss er erstmal halten. Da muss überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ball kommt. Boah, Zieler wieder. Riesenparade von Zieler. Den habe ich schon wieder drin gesehen. Becker. Gutes Auge in dieser Situation. Er entscheidet auch vorbei. Die Chance. Den hält er natürlich. Schön, wie gut ich wieder im Verteidigen bin. Ja, da müssen Sie aufpassen. Wenn der durchgekommen wäre. Hoffenheim war in den letzten Minuten eindeutig überlegen, was die Ballbesitzquote angeht. Und wenn sie ihre Chancen jetzt noch besser nutzen können, dann gibt es auch die Führung. Auch jetzt sind sie wieder im Ballbesitz, da könnte durchaus was entstehen. Er nimmt den Ball da ganz cool an, nimmt den noch hoch, tängelt da noch rum, macht noch einmal um die Welt. Da setzt er zum Sprint an, kommt er durch. Tja, aktuell sind wir ein bisschen unter Bedrängnis. Verstehe nicht, warum da schon wieder keiner entgegenkommt. Ja, lässt die Szene weiterlaufen. Vorteil. Ich habe oft das Gefühl, meine Spieler treffen die falschen Entscheidungen. Wenn sie entgegenkommen sollen, laufen sie weg. Wenn sie durchstarten sollen, kommen sie entgegen. Jakob Grünlarsen. Boah. Angriff beendet. Ja, geht weiter. Vorteil nach diesem Foul. Ey, warum immer so ein Pimmelpass? Ich werde es nie kapieren. Stanisic. Jetzt ist er vorbei. Flanke kommt nach innen. Gutes Zuspiel. Riesenschuss. Schön gemacht. Direkt durch. Zack, zack, Tor. Achso. Fast vergessen. Aber war gut gespielt, oder? Angespielt, klatschen lassen, durchgesteckt. Bumm. Zumindest war so mein erster Eindruck, aber ich bin auch noch nicht ganz wach. Rese, endlich mal. Er kann mit seinem Leben zufrieden sein mit dieser Partie. Der Treffer, da ist er. Und jetzt sieht es natürlich richtig gut aus für seine Mannschaft. Aber vollkommen unverdient. Die hätten schon locker führen müssen. Aber so ist nun mal der Fußball. Ich hatte auch schon Spiele, da war es andersrum. Kevin Vogt. Okay. Pausenpfiff, jetzt geht es erstmal. So, wir machen Spiel fortsetzen. Hoffenheim hat noch einiges zu tun. Sie gehen in einen kleinen Rückstand in diese zweite Spielhälfte. Er lässt den Gegner stehen. Gemacht. Schön. Verteidigung. Scheiße. Könnte der Ausgleich sein. Klasse Technik. Gut gelöst. Auch riskant. Vor der Pause haben wir einen guten Auftritt gesehen.
kurz vor der Pause, das sieht oh, aus. Riesen, das scheiße. Ich dachte, einen Schritt schafft er noch. Sie nehmen den Wechsel vor. Ziemlich defensiv, was sie da im Moment machen. Die rühren da hinten ziemlich Beton an. Riese. Klasse Ball gewinnt. Doch, warum den? Lass doch einfach so ein lockeres Ding auf Riese klatschen. Der stand doch da. Dennis Geiger. Spiel läuft weiter. Vorteil, gute Entscheidung. Geht da voll in diesen Zweikampf. Gut so, gut so. Sehr gut. Riese. Sie holen sich den Ball. Oh, oh. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten. Schönes Ding, aber Köhn, pass auf, schön. Kunze. In Kürze also das nächste Spiel im deutschen Pokal für Hoffenheim. Dann geht es auswärts gegen den FC. Oh, schade. Ich habe aber wirklich eher gedacht, dass das Abseits wird. Gemacht. Gutes Tackling. Hereingabe in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Nee? Na gut, dann nehme ich nicht an. War wichtig, war wichtig. Genau richtig und wichtig. Es wird gewechselt. Wir wechseln auch nochmal. Versuchen wir nochmal ein bisschen Tempo reinzubringen. Indem wir jetzt nochmal Miner bringen. So, Bob. Stanisic schwächelt ein bisschen. Den lassen wir dennoch erst einmal drin. Ne? Wir bringen Schaub für Nielsen, würde ich sagen. Durinville kann noch ein bisschen durchhalten. Den bringen wir auch nochmal zum Schluss, würde ich sagen. Wollen wir MB bringen? Für Halstenberg? Der war eben schon, also der ging schon ein bisschen angeschlagen in die Partie. Oder erstmal Moroja. Wir bringen erstmal Moroja für Stanisic. Der schwächelt, wie gesagt, ein bisschen. Und so in der 80. wechseln wir nochmal. Wechsel auf einmal. Das ist in der Tat eine drastische Maßnahme. Er zwingt diesen oh. Ballverlust. Oh. König. Dennis Geiger. Andrea Mena. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Riese. Toller Pass. Den kriegt er nicht. Aber schade. Da ist die Abwehr da bei diesem Steilpass. Schade. Oh. Aber war eine gefährliche Flanke. Zieler träumt da auf der Linie. Niklas Dorsch. Schupp. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Jawohl, Deckel drauf. Bayer. So. Puh. Schön. Wichtig. Aber ganz, ganz cool. Und dann jubelt er auch noch. Das wird nicht gern gesehen. So, wir wechseln noch einmal. Wir bringen mal MB. Christiansen bringen wir auch mal. Und Durinville, würde ich sagen. Dann bringen wir Christiansen doch nicht und bringen dafür Durinville. So. Bekommt Reze eine kleine Pause.
2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Vorteil, Spiel läuft weiter. Ja, und das ist auch gut so. 10 Minuten sind noch zu absolvieren. Da muss er hin und holt sich den Ball. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir das ist ein schönes Spiel einfach. 2 Tore Führung verdient. Also den Sieg holen, gibt kein Zweifel. Dafür wird sie zu spielen. Oh nein, und dann verspringt er. Scheiße. Ui. Da haben sie aber gepennt und auch der Torwart, ne? Gar nicht richtig hingegangen. Sah echt nicht nach einem 3-0 aus die ganze Zeit. Wenn man es genau nimmt, die waren da echt am Anfang die deutlich bessere Mannschaft. Aber aktuell läuft gut. Läuft's wirklich gut. Ich meine, gegen Leipzig, ja, haben wir verloren und da waren wir auch klar die schlechtere Mannschaft, auch wenn wir 2 Tore gemacht haben. Trotzdem, gegen Leipzig darf man ruhig mal verlieren. Ich meine, wir haben 2 Tore gegen Leipzig gemacht. Wie auch immer, ob Glück oder nicht. Gehört zum Fußball manchmal dazu. Aber auch jetzt sieht man wieder deutlich, dass wir gut dagegen halten. Auch wenn Hoffenheim jetzt gerade wieder schlecht spielt. Oh, shit. Ganz kurze Nachspielzeit nur. 1 Minute gibt es hier zusätzlich. Aber sie hatten halt auch deutlich bessere Aktionen hier im Spiel. Puh. Und man hätte wirklich auch sagen können, die hätten am Anfang deutlich mehr Tore verdient. Aber egal, wir wollen gar nicht den Gegner stark reden, sondern auch unsere Leistung war okay. 3-0 gegen Hoffenheim ist jetzt kein schlechtes Ergebnis. Auch wenn die jetzt aktuell noch nicht so viel geholt haben. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu heute hatten alle mit einem engen Spiel gerechnet. Sie auch. Kompliment an den Gegner. Ich denke, das kann man hier ruhig mal sagen. Den Gegner ein bisschen Komplimente machen. Das war schon auf jeden Fall besser vorbereitet. Wir waren das entschlossenere Team. Wir waren besser vorbereitet. Wir waren das besser entschlossenere Team. Sie hatten ein knappere. Ja. Definitiv. Sie hätten ein knapperes Ergebnis verdient. Vielen Dank. Sehr gerne. So, Schaub erzielt erstes Saisontor. Mit seinem ersten Saisontreffer half Schaub Hannover 96 zu einem 3-0-Sieg gegen Hoffenheim. Kann Geschichte schreiben. Maximilian Bayer, Tore 6, Wettbewerbsrekord 41, Torprognose 40, Spiele 5 Tore in den letzten, Tore in den letzten Spielen, in den letzten 5 Spielen. Oh Mann. 6. So, hier ist tolle Leistung von Bayern. Maximilian Bayern hat zuletzt bei Hannover 96 richtig gute Leistung gebracht. Mittlerweile ist er ein echter Leitwolf und sowohl die Mannschaft als auch die Fans hoffen natürlich, dass er das auch in den kommenden Spielen zeigen kann. Was habe ich gesagt? Bayer ist ein Monster. Richtig, richtig cooler Typ. Habe ich ja schon mal erwähnt, ich fand es auch mega, dass er beim Derby von Hannover auch im Stadion gesessen hat. Toller Typ. Toller Typ. Gut, ja, wie gesagt, jetzt haben wir DFB-Pokal gegen unsere Freunde aus Bielefeld. Solange wie wir uns einigermaßen halten, gibt es für mich keinen Grund, die Taktik zu ändern. Aktuell läuft es gut. Ich weiß, es werden noch wieder andere Phasen kommen. Dann, darauf bin ich diesmal vorbereitet, werden wir die Taktik anpassen, definitiv anpassen. Aber aktuell läuft es gut. Wir kommen durch, so wie wir spielen. Mehr oder weniger. Aber okay. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken, ruht euch noch ein bisschen aus. Lasst mir gerne was da, passt auf euch auf und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen um 12 direkt wieder. Ciao, ciao.